Meine Damen und Herren, aus Anlass des Todes von Rainer Werner Fassbinder hat die ARD ihr Programm geändert. Wir zeigen nun den Fernsehfilm »Ich will doch nur, dass ihr mich liebt«, den Fassbinder im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks inszeniert hat. Günter Rohrbach erinnert zuvor an die Zusammenarbeit mit dem Autor und dem Regisseur. Noch die Todesnachricht las sich wie eine Denunziation. Man hatte die Leiche in seiner Wohnung gefunden, morgens um 5 Uhr, nackt auf den am Boden ausgebreiteten Matratzen. Fremdverschulden, so der Polizeibericht, könne ausgeschlossen werden. Doch wovor man Romy Schneider diskret bewahrt hatte, ihm blieb es nicht erspart. Eine Obduktion wurde angeordnet. Bis zu seinem Ende ein unordentliches Leben. Aber auch der Tod noch eine Provokation. Am Tag, als Ronald Reagan nach Bonn kam, gehörten die Schlagzeilen ihm, dem Filmemacher Rainer Werner Fassbinder. Er war Deutschlands berühmtester Regisseur, der einzige, dessen Name nahezu jeder kannte, obwohl die meisten seiner Filme alles andere als populär waren. Man hat ihn das Wunderkind des deutschen Films genannt, und er war doch nichts weniger als dies. Er war angetreten gegen das versammelte Vorurteil der Branche und eine eher verständnislose Öffentlichkeit. Von vielen seiner älteren Kollegen als manieristisch und dilettantisch abgetan, drehte er mit wachsender Besessenheit und zähem Fleiß Film um Film, und ehe die anderen es richtig bemerkten, war er ein Weltstar. Er, der Geschmähte und Verachtete, hatte es zu einer virtuosen Beherrschung der filmischen Mittel gebracht. Wie chaotisch die Umstände auch sein mochten, unter denen er lebte, im Studio war er ein präziser Arbeiter, der Ruhe ausstrahlte und Sicherheit. Der Fassbinder, den er öffentlich darstellte, mit der Attitüde von Verweigerung und Provokation, war eine Bedingung dieser stets gefährdeten Existenz. Es war sie nicht selbst. Freilich war er auch früh schon ein Bewunderter, die Kultfigur einer Szene, die sich Neuer Deutscher Film nannte und auf Weltgeltung aus war. Fassbinder selbst hat die Goldene Palme von Cannes nie gewonnen und auch nicht den Oscar. Nicht die Filme waren das schuld, sondern seine Unfähigkeit zum richtigen Timing. Zu ungestüm war seine Produktion, zu schnell wurde der eine Film verdrängt durch die Aufmerksamkeit, die dem nächsten galt. Über das atemberaubende Tempo, mit dem Fassbinder filmte, ist viel gerätselt und auch gespottet worden. Bedenkt man, dass er für die meisten seiner über 40 Filme das Drehbuch selbst schrieb, dass er zwischendurch auch Theaterstücke verfasste, am Theater inszenierte, dann vermittelt sich etwas von den Obsessionen dieses Menschen. Für Psychologen ein fast zu einfacher Fall. Die Kunst als Überlebenstraining. Eine Ahnung von Glück hatte Fassbinder nur, wenn er hinter der Kamera stand, umgeben von den Getreuen, die seit Jahren sein Team bildeten und die ihm in der Mehrzahl geradezu fanatisch ergeben waren. Mit dem Drehende begann der Kampf gegen die Depression, hektische Reisen rund um die Welt, die Flucht in die Droge, das sich klammern an neue Pläne. Immer breiter wurde der Graben von Einsamkeit, den er um sich zog, wenige Freunde ausgenommen. Immer schwerer wurde es, zurückzufinden in die rettende Aktivität des neuen Films. Zu schwer wurde es zuletzt. Fassbinder hatte immer schon alle Voraussetzungen, zur Legende zu werden. Das Bild dieser aufreizenden Existenz bewegte die Fantasie der Menschen, bediente die Ansprüche der Öffentlichkeit an die Person des Künstlers perfekt. Der Künstler selbst als Teil seiner Kunst. Auch der frühe Tod gehörte da zum Konzept. Als man die Leiche fand, lag neben ihr das Drehbuch zu einem neuen Film, Rosa Luxemburg. Für die Hauptrolle hatte er sich Romy Schneider gewünscht. Fassbinder war auch eine wichtige Figur des deutschen Fernsehens. Er hat die Trennlinie nie gezogen, auf die viele seiner Kollegen Wert legen, die zwischen Kinofilm und Fernsehfilm. Er wollte Filme drehen. Und er nahm das Geld dafür, wo er es bekam, und er suchte sein Publikum, wo er es fand. Seine beiden großen Serien, 8 Stunden sind kein Tag und Berlin Alexanderplatz, waren Fernsehereignisse, an denen das Fernsehen fast zerbrochen wäre. Regisseure sterben nicht, solange ihre Filme leben.
Fassbinder bleibt uns in diesen schwermütigen Melodramen voller Brutalität und Zärtlichkeit. Es bleiben uns auch die Stars, die er hervorgebracht hat, die Frauen vor allem, Hanna Schygulla, Margit Carstensen, Barbara Sukowa, Rosel Zech. Es bleibt die Erinnerung an einen widersprüchlichen, verletzlichen Menschen, der auf seine merkwürdig unbeholfene und vertrackte Weise in die Welt hinaus rief: Ich will doch nur, dass ihr mich liebt. Ja, ich glaube, da bin ich wirklich nicht die Einzige hier, aber ich wollte, er könnte hier selber oben stehen. Rainer Werner Fassbinder. Kälter als der Tod, der Stadtstreicher, das kleine Chaos, Katzelmacher. Warum läuft Herr R. Amok? Whitey, der amerikanische Soldat. Götter der Pest. Warnung vor einer heiligen Nutte. Händler der vier Jahreszeiten. Die bitteren Tränen der Petra von Kant. Wildwechsel. Fontane Effi Briest. Angst essen Seele auf. Faustrecht der Freiheit, Mutter Küsters Fahrt zum Himmel. Satansbraten, chinesisches Roulette, die Ehe der Maria Braun. Despair, eine Reise ins Licht, in einem Jahr mit 13 Monden, die dritte Generation. Lilli Marlene, Lola, die Sehnsucht der Veronika Voss, Kerel, ein Pakt mit dem Teufel. Wir haben hier in der Senninger Straße da etwas weiter vorne gewohnt und die Oma vom Rainer, die hatte Salz vergessen und war gerade beim Kochen und schickte den Rainer, der war, glaube ich, knapp 5 Jahre alt, hier runter, weil hier war irgendwie so ein Kramerladen und sagte, gib mir Salz zurück, Rainer. Der Rainer kam nicht zurück. Und der Oma schwante natürlich schon, wo er ist, und sie ging in die Asamkirche und da stand da vorne, soweit er konnte, am Altar und guckte. Und sie winkte, er sollte kommen. Und er sagte, nein, er kam nicht. Es ging ein paar Mal und plötzlich sagte er ganz laut, du hast zu mir gesagt, hier ist der liebe Gott in der Kirche, aber ich sehe ihn nirgends. Er hat in einem Interview, hat er mal gesagt, habe ich gelesen, wie das Leben wirklich ist, das hat er erst gemerkt, als er in die Schule kam. Und da hat er gedacht, er hält das im Kopf nicht aus. Und so war das auch. Er ist ja 45 geboren und 51 kam er in die Schule. Und das waren ja also noch Nachkriegsverhältnisse. Und es waren in der Klasse, in der normalen Volksschule, 100 Kinder. Und er saß ganz hinten und hatte schlechte Augen. Das wussten wir da noch gar nicht. Und hat natürlich da irgendwie was anders gemacht und nicht aufgepasst. Und dann hat die Lehrerin ihm mal eine Ohrfeige gegeben.
Und da ist er durch den Klassenraum, musste natürlich groß sein, 100 Kinder, ist er durch den Gang nach vorne, hat Hilfe, Hilfe, Polizei geschrien. Sie haben nicht das Recht, mich zu schlagen. Ja, und dann habe ich ihn umgeschult, dann habe ich ihn in die Steiner Schule geschickt. Da waren, glaube ich, nur 24 Kinder drin, da ging es ein bisschen besser. Ja, ich glaube, da bin ich wirklich nicht die Einzige hier, aber ich wollte, er könnte hier selber oben stehen. Rainer Werner Fassbinder. Er hat als Kind schon Gedichte geschrieben, aber die ganze Fassbinder-Familie hat gedichtet. Da war ich nicht so von überzeugt, dass das nun zu einem Beruf zu machen ist. Also ich habe ihm Fußballschuhe gekauft und Märklin-Baukasten und also Sachen, um ihn abzulenken vom Dichten und vom Geschichtenschreiben und so. Aber es war dann nicht mehr zu übersehen, als er so 18, glaube ich, war. Da kam er dann und sagte, nun wollte er auf die Abendschule gehen und einen Job machen und wollte Abitur machen. Da habe ich gesagt, ja, warum willst du denn Abitur machen? Ja, hat er gesagt, er will studieren. Was denn? Theaterwissenschaft. Ich, warum denn das? Ich will Regisseur werden. Und jetzt kannte ich den Rainer mit seinen Interessen und das, was ihn nicht interessierte, das hat er halt nicht gemacht. Und deshalb war die Schulzeit ein einziger Terror. Und dachte mir, um großer Gott, was will er denn jetzt alles noch tun, um Regisseur zu werden? Dann habe ich gesagt, gehst du dann nicht lieber auf eine Schauspielschule? Ist das nicht der bessere Weg? Und dann hat er gesagt, das habe ich nie gedacht, dass du mir das erlauben wirst. Während dieser ganzen Zeit da singe ich la 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 la. Die Zeit, die bleibt nicht stehen und all das da wird vergehen. La 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 la. Wir sind dann nicht mehr da. Doch während dieser ganzen Zeit da höre ich dies und höre das. All die Dinge da und ich sing la 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 la. Man wird singen la 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 la. Man wird tanzen la 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 la. Auch ich bin dann nicht mehr da. Ja, herzlichen Dank, Ingrid Kavenn. Die vielen Namen des Rainer Werner Fassbinder. Rainer Werner Fassbinder. Rainer Fassbinder. Rainer. Werner. Rainer Werner. Rainer Maria. Rainer Maria Fassbinder. Mutter Maria. Papa. Mein Onkel. Maria. Mary, Bloody Mary, Chefin, Schwester Oberin, der Meister, der große Meister, der Chef, der große Künstler, der Spielleiter, der Herr Oberspielleiter, der Vorstand, der große Vorsitzende, Fassi, RBF, der Fassbinder, der Herr Generalmusikdirektor, Rainer Werner Wahnsinn, Rainer Wahnsinn. Auffallend schien mir bei diesem und bei mehreren anderen der geführten Gespräche, dass innenpolitische Themen in den Vordergrund rücken, darüber hinaus auch die Selbstdarstellung der Gruppen,
der sozialen Gruppen, denen man jeweils angehört. Große weltpolitische Ereignisse traten demgegenüber in den Hintergrund, obwohl sie doch ein sehr viel größeres Gewicht haben, objektiv gesehen. Ich frage mich, ob vielleicht angefochten sein, Krise, ein Zustand, in dem man sich wehren muss, der Grund sind. Man könnte an das Zahnweh denken. Wenn wir Zahnweh haben, dann rücken alle ferner liegenden Dinge so sehr in den Hintergrund, dass wir uns wirklich nur mit dem Nächstliegenden noch befassen können. Selbstdarstellung trat in unseren Gesprächen hervor. Man könnte sich fragen, ob es hier nicht um Selbstbehauptung geht. Selbstbehauptung als Thema, das in diesem Jahr eine besonders große Rolle spielte. Rainer Werner Fassbinder, der Regisseur und Filmemacher, hat in besonderem Maße dieses Thema entfaltet. Man kann sagen, es hat ihn offenbar persönlich sehr getroffen, was er erlebte. Wir haben deshalb auch einen längeren Beitrag von ihm gebracht, um dieses Thema darzustellen, deutlich werden zu lassen, die Selbstbehauptung eines Regisseurs. Also wollen Sie wissen, was so an äußerlichem Geschehen für mich wichtig oder was für mich ganz persönlich wichtig ist? Ach, wählen Sie es selber aus. Ich glaube, Sie sollten es nicht mir überlassen zu wählen, sondern was Ihnen einfällt. Also für mich persönlich ist wichtig gewesen, dass ich bislang ein halbes Jahr Erfahrung mit Mitbestimmung gemacht habe. Mitbestimmung im Theater? Im Theater. Sie haben inzwischen in Frankfurt Sie machen Theater? Ja, wir machen da Theater und haben versucht, wirklich gemeinschaftlich in der Gruppe was zu machen. Das hat sich jetzt in einem halben Jahr schon als eigentlich nicht machbar herausgestellt. Das hat sicherlich Gründe und ist nicht Gott gegeben so. Ne? Aber in der Situation, in der wir jetzt noch sind, alle, es ist also schier unmöglich, weil die gleichen Fixierungen, die wären, wenn ich ein Intendant wäre und das Ganze so eine hierarchische Struktur hätte, die passieren jetzt ganz genauso. Und die Mitbestimmung ist eigentlich in Frankfurt nur so ein Wahldings für die SPD. Woran sind Sie gescheitert? Und was wurde... Aber man kann das ja noch nicht mal als Scheitern betrachten. Es läuft ja. Ne? Es läuft noch immer. Es läuft ja alles ganz gut. Und es ist ja alles so nach außen wie nach wunderbar. Es ist nur im Innenverhältnis so schrecklich unbefriedigend, weil es eigentlich so läuft, wie es an normalen Stadttheatern auch läuft oder an nicht mitbestimmten Theatern. Nur man muss noch dazu so tun, als würde mitbestimmt werden. Der Fehler ist der, dass... gerade so eine Figur wie ich für die Leute auch so ein Schreckbild ist. Das heißt, auch wenn ich es nicht wäre, dann würden sie mich dazu machen. Schreckbild? Glaube ich. Ja, so ein Gegner, sagen wir mal ein Gegner. Ne? Mhm. Manchmal wehre ich mich dagegen, manchmal bin ich dann ebenso schrecklich, wie sie mich haben wollen. Ne? Was ist denn das Schreckliche? Wie wirken Sie auf die anderen, auf die Kollegen? Ich wirke auf die so, dass sie offensichtlich nicht mehr denken können, wenn ich in ihrer Nähe bin. Manche Leute sehen tagelang die einfachsten Dinge nicht ein. Aber das hat nicht allein damit was zu tun, dass sie es nicht einsehen würden, sondern das hat wirklich damit zu tun, dass sie irgendwo gestört sind. Und das ist mein Problem. Wahrscheinlich meine, dass das hauptsächlich an mir liegt oder an so einer Figur, wie ich es bin. Sie meinen das selber? Ich meine das selber, ja. Sie haben von sich eine schlechte Meinung? Ich habe keine schlechte Meinung von mir. Ich habe die Meinung, dass wenn man in so einer Gesellschaft so einen Stellenwert erreicht hat, wie ich, in diesem Kulturbetrieb erreicht hat, dass man dann möglicherweise nicht mehr zurück kann und versuchen kann, das alles zu vergessen und nochmal auf Null anzufangen. Das ist
glaube ich, das, was ich dazu sagen kann. Haben Sie des Öfteren Angst? Ich habe schreckliche Ängste. Ja? Ja. Lampenfieber, so sah es fast aus. Lampenfieber habe ich keins mehr. Ja. Ich habe Angst vorm Sterben. Mhm. Und zwar... ich meine, das nimmt mich sehr mit. Ich weiß nicht, es ist egal. Sagen Sie es ruhig. Das würde heißen, alles könnte zu Ende sein. Aber das ist ja nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, glaube ich, nicht, dass dann alles zu Ende ist, sondern das Schlimme ist irgendwie dieses Zu-Ende-Gehens. Oder dass dann, wenn es zu Ende ist, das, was man gemacht hat, vielleicht auch sinnlos war. Ja. Und man kommt sich plötzlich so, oder ich komme mir plötzlich so auch sehr allein vor. Mhm. Sehr allein und sehr ohne Halt irgendwo. Und Sie sprechen vom fehlenden Halt. Ne, als Sie 5 Jahre alt waren, haben sich Ihre Eltern scheiden lassen. Und da war ja alles weg. Und da waren Sie noch sehr klein. Das war wohl schon vorher. Ja? Der Haushalt war schon vorher. Ja. Chaotisch, chaotisch. Also meine Mutter war krank und mein Vater hat sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich bin eigentlich, glaube ich, die ganze Zeit bis auf diese ersten Wochen bin ich wirklich ziemlich alleine. Bis auf die ersten Wochen? Wahrscheinlich. Ja. Wo die Mutter sich um das Kind kümmern musste. Aber ich glaube schon, dass mein Vater mir meine Mutter sehr schnell wieder weggenommen hat. Ja, ja. Ja. Und dann haben sie mich der Großmutter gegeben, die aber auch wieder sehr viel andere Dinge getan hat und sich eigentlich auch nur so teilweise um mich kümmern konnte. Das hat sicherlich alles damit zu tun, dass diese Einsamkeitsvorstellungen, die ich habe, die haben sicherlich damit zu tun, das ist ganz klar. Was Sie erzählen, heißt ja, es ist etwas da gewesen. Und das hat nur kurz gedauert und dann hat Ihnen der Vater die Mutter schon wieder genommen. Das ist sehr klassisch, ne? Das weiß ich nicht. Es ist sehr früh. Und dann vielleicht nicht so klassisch, wenn es einem so früh passiert. Und Sie haben offensichtlich also gegen solche Schwierigkeiten schon sehr früh gelernt, irgendetwas selbst zu inszenieren. Ja. Ja, ich habe auch damals tatsächlich, soweit ich mich zurückerinnern kann, das sind so, wie ich 4 Jahre alt war, habe ich auch da wirklich den Halt nur in mir selbst gehabt. Ne? Ja, ja. Was hat das Jahr noch für Sie gebracht? Was hat das Jahr noch für mich gebracht? So, ich weiß, ich könnte jetzt ganz privat werden, oder weil, wie gesagt, dass diese Tagespolitik, was es da alles gegeben hat, was gab es denn da, Ölkrise oder so, das interessiert mich alles nicht, weil das sind so Einzelerscheinungen, die halt mit dieser, die man später irgendwann mal besser beurteilen kann, was da los gewesen ist. Da habe ich keine Lust, jetzt was dazu zu sagen. Also, was hat Sie betroffen gemacht? In diesem Jahr gab es etwas. Ja, betroffen hat mich der Sturz von Willy Brandt gemacht. Ja. Der hat mich betroffen gemacht, aber... Was hat dieser Mann für Sie bedeutet? Das war so jemand, dem ich vertraut habe. Ja. Wo ich das Gefühl hatte, das wäre auch jemand, mit dem ich so reden könnte. Ja. Und der mich verstehen würde und den ich verstehen könnte. Ja. Und, ja, ich kann das jetzt nicht so anhand von so, was er, von den Dingen, die er gemacht hat oder was er geleistet hat oder so sagen. Das ist einfach mehr so ein, das hat sicherlich damit zu tun, was er gemacht hat, aber ich würde sagen, das ist mehr so ein persönlicher Eindruck, der durch die Dinge dann bestätigt wurde, die er... Sie nehmen es, also Sie stellen es auch als etwas ganz Persönliches dar. Sie haben ja eine persönliche Beziehung beschrieben. Mit dem könnte ich reden. Richtig. Nicht? Ist es eine Vaterfigur für Sie? Nee.
Ich suche den ja nicht, den Vater. Sie suchen ihn nicht? Na, Sie haben ihn sich vorgestellt mit Brand und dann verschwand er. Und das hat Sie betroffen gemacht. Weiß ich, ob es der Vater war. Vielleicht war es doch eher der Bruder. Oh ja. Kann auch sein. Ja. Also ich habe meiner Ansicht nach eher so eine Sucht nach Brüdern als nach Vätern. Ja. Ich. Ja. Ich kann diese Vaterfigur, da bin ich dann vielleicht selber Vater für mich genug oder zu wenig oder ein schlechter Vater. Ich meine, ich bin genug Vater, aber ein schlechter für mich selber. Ich glaube, ich suche keinen. Wenn, dann suche ich Brüder. Und dann wäre der einer gewesen, ein guter Bruder. Ja, und Sie sagten, da gibt es also eine Vertrauensfrage, einen Vertrauensschwund. Das war auf einmal nicht mehr stabil. Das war auf einmal nicht mehr stabil, ja. Und das hat sicherlich dann auch mit Ängsten zu tun, die danach stärker wurden vielleicht. Wenn man das jetzt genau zurückverfolgen würde, was wir jetzt hier nicht können, was ich jetzt hier nicht kann, mag sein, dass meine persönlichen Ängste stärker wurden danach. Wenn jemand seine Eindrücke so persönlich schildert, wie hier Rainer Werner Fassbinder, dann könnte man glauben, es handle sich wirklich nur um persönliche Dinge. Aber hier war der Erfolg in Frage gestellt, der Erfolg im Theater, vielleicht mehr noch, der Erfolg mit dem gleichen Lebensentwurf, mit dem gleichen Stil des Arbeitens. Es gab in diesem Jahr viele Menschen. Ja, ich glaube, da bin ich wirklich nicht die Einzige hier, aber ich wollte, da könnte ich hier selber oben stehen. Rainer Werner Fassbinder. Werde nicht. Hier kommt Rainer Werner Fassbinder mit seiner schwebenden Jungfrau Hanna Schigola. Thank you.
Öffnen der Manege. Herr Kier, sehen Sie mich. Was haben Sie geträumt? Was war Ihr letzter Traum? Maria, was fühlen Sie? Maria, Maria, ich will Rainer sehen. Ich will Rainer sehen. Meine Damen und Herren, Herr Kier will einen Rainer sehen. Herr Kier fantasiert. Jetzt haben wir den Salat. Er will Rainer sehen. Wer ist denn Rainer? Was heißt hier Rainer? Es gibt doch nur einen Rainer. Erstens. Herr Kier, Herr Kier. Darf ich Sie für den Zuschauer eine Erklärung bitten? Da, da, da! Meine Damen und Herren, was hier geschieht, ist... Meine Damen und Herren, was hier geschieht, ist außergewöhnlich. Rainer, Rainer! Zieh dir die Stiefel Rainer, auf! Rainer, die hab ich bezahlt! Rainer, Rainer, bist der schlechte Fahrer! Bist der schlechte Rainer, Schauspieler! Wie ist denn das noch? Das ist Rainer Werner Fassbinder. Zweitens ein großartiger Mensch. Drittens ein großer Verlust für den deutschen Film. Ja, 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 der ist doch schon lange tot! Der ist nicht tot! Meine Freunde sind nicht tot! Andy Warhol lebt! Fassbinder lebt! Gabo Modi lebt! Sie sind ja wahnsinnig! Meine Freunde sind unsterblich! Ich lebe! Ich bin unsterblich! Wahrscheinlich ein Rückfall! Ja, ich glaube, da bin ich wirklich nicht die Einzige hier, aber ich wollte, er könnte hier selber oben stehen. Rainer Werner Fassbinder. Und jetzt singe ich euch ein nettes kleines Liedchen. Winfried. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. Sag, wer macht das Männlein sein, das da steht im Wald allein? Mit dem purpurroten Mäntelein. Ihr seid lieb. Morgen habe ich wieder eine Tingelei, nachmittags eine Modenschau. High Society, oh, wird stinklangweilig werden. Bin lieber bei euch. Also, bis zum nächsten Mal, ja? Der muss eingesperrt werden. Der verdirbt die ganze Jugend. Das ist kein Film, das ist ein Schweinehund, ist das. Musik Ende. Ende.